Willkommen zum Horizon Hot Wheels Boss. Unser Team hat sich schwer ins Zeug gelegt, um die größte, schnellste und extremste Insel der Welt zu erschaffen. Und wir hätten dich gerne bei der Eröffnung dabei. Dieses Inselparadies ist die Heimat neuer Autos, neuer Rennen und einer gewaltigen orangenen Rennstrecke. Man muss es gesehen haben, um es zu glauben. Also, was meinst du? Willst du eine Runde drehen? Horizon Hot Wheels. Ich kann einiges davon noch immer nicht fassen. Du solltest lieber aufgeschlossen bleiben, Boss. Ja, und damit hallo und willkommen zur ersten Folge zur Forza Horizon 3 Hot Wheels Expansion. Ja, es ist soweit. Noch arcadiger kann es nicht gehen und ich glaube, mit dieser Expansion hätte im Vorfeld auch keiner gerechnet. Wir haben eine fucking Hot Wheels Bahn in einem Rennspiel oder in Forza Horizon drin. Es gab ja schon mal Hot Wheels Rennspiele, aber in Forza Horizon drin und ihr glaubt gar nicht, wie hart ich da Bock drauf hab. Ich bin mega großer Hot Wheels Fan und dass sie das jetzt hier ins Spiel reingebracht haben, feiere ich einfach ultra hart und deswegen werden wir hier das heute angehen in einem kleinen extra Stand. Ich habe da ultra hart Bock drauf. Ja, ist hier ein Driver-Tab verfügbar? Perfekt für deine Aufstellung wäre. Das heute nicht, danke. Ich habe die Position auf der Karte markiert. Kann ich mich da nicht hinportieren? Ich muss mich dort. Ich will da hin teleportieren. Lass mich jetzt. Hör auf mit deinem blöden. Da, genau, Schnellreise. Genau, wir wollen ja so schnell wie möglich hin. Wir wollen nach Thrill Island, oder wie das Ding jetzt hieß. Oder Thrilltopia heißt das Ganze, glaube ich. Und mit dieser Expansion, die ihr einerseits im Expansion Pass bekommt, so auch einzeln kaufen könnt, kostet, ist nicht kostenlos, sind auch einige Fahrzeuge mit reingekommen. Und ich denke mal, die werden wir auch in den kommenden Folgen, wenn wir hier auf Thrilltopia gehen, auf jeden Fall entdecken. Ich würde sagen, Reise und ab geht's. Lass uns ein wenig Hot Wheels erleben. Und das ist auch nochmal eine extra Map. Ist nicht auf der Map hier aufgebaut, hier im Spiel, die wir jetzt hier standardmäßig haben. Das ist genau wie eben auch, wie heißt Blizzard Mountain, eigenständig. Und ich hab so Bock drauf. Das ist jetzt zwar komplett, also da ist halt überhaupt nichts mehr mit Simulation. Vor 2003 hat noch so einen leichten Simulationshauch. Und mit dieser Hot Wheels Expansion schmeißen die komplett über Bord und scheiß drauf. Gib ihm. Lass eskalieren. Oh ja, ab geht's. Schon Bild für die Götter, ne? Alter, Verwalter. Uiuiui. Unglaublich, oder? Ich meine, klar, man sieht es ihnen nicht an, aber warte mal, bis sie auf der Strecke sind. Vertrau mir, du wirst die Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Dass sie das halt wirklich so aufziehen. Ja, wir haben eine Insel aufgebaut mit so mit roten Strecken und sowas. Was man halt so macht, so eine echte Hobbit-Strecke. Haben wir die mal aufgebaut, Boss? Ist kein Ding, Boss. Ja, Boss, da wirst du auch noch Champion-Boss. Ich bin ja anscheinend der Boss und das ist meine Strecke. Ich finde das halt auch schon so geil, so im Hintergrund. Es hat so ein bisschen was von Jurassic Park. So siehst du die Insel da im Hintergrund und denkst so, da wird es gleich richtig krass abgehen. Und wir haben ja einen Dino. Ein T-Rex ist ja dabei, der läuft zwar nicht rum, der ist auf irgendeiner Strecke, denke ich mal, platziert, wie wir gerade im kleinen Einleitungsvideo gesehen haben. Aber wir haben einen fucking T-Rex in Forza. Und eine orange Hot Wheels Bahn. Mit Loopings und so einem Shit. Wie gesagt, ich glaube, damit hat keiner gerechnet, oder bin ich ja der Einzige. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Habt ihr mit der Expansion gerechnet? Also, nachdem halt vorher dieses Blizzard Mountain war, ist das jetzt hier schon halt eine harte Eskalation. Das ist LSD trifft Koks und sonstige Drogen. Aber gibt eine ziemlich positive Mischung. Nicht, dass ich jetzt Missbrauch von Drogen nehmen will, aber wenn die Entwickler sich Drogen reinschmeißen und das dabei rauskommt, mein Gott, guckt euch den Kopf zu. Macht, das ist gut. Das ist schön so. So. Genug Ladezeit. Ist das scheiße geil präsentiert? Jetzt mal kein Mist. Boah, feier ich das. Horizon Hot Wheels. Unser Team hat sich schwer ins Zeug gelegt, um die größte, schnellste und extremste Insel der Welt zu erschaffen. Kannst dich ruhig kneifen, Boss. Das ist alles echt. Fahren Sie zum neuen Festivalgebiet. Guck mich. Wow, Turbo Boost. Holy shit. Ach du. Alter, guck dich diese Map an. Ist das geil. Und das ist jetzt einfach das hier, was wir gerade fahren. Ist. Driften. Alter, es trifft ja viel mehr. Das, was wir jetzt hier machen, ist gerade Free Roam. Also das ist die frei befahrbare Stadt, die ist halt so aufgebaut.
Also wenn das mal nicht scheiße geil ist, dann weiß ich auch nicht, was scheiße geil ist. Das ist der Shit. Ein Loop the Loop. So was hatte ich noch nie. Ja, in Fachkreisen nennen wir es auch einfach Looping, aber hier ist ein Loop the Loop. Wuhii! Ach du Scheiße! Das ist eigentlich, wie fucking schnell das Spiel das jetzt hier ist, ey. 141 Straßen? Ja, da haben wir ein bisschen was wieder zu tun. Geil. Ach ja, das hab ich glatt vergessen. Wir verpassen der Strecke noch einen letzten Feinschliff. Ja, es ist schön, dass man das direkt macht, wenn Leute gerade auf den letzten Feinschliff zufahren. Kann man machen. Aber es gibt sogar andere Streckabschnitte. Ah! Riesige Robo-Dinos. Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut. Gibst du den einen oder noch mehr davon? Alter, da habe ich jetzt gerade... Ist noch einer! Ist das geil? Nebenbei, ich bin großer Hot Wheels-Fan und unglaublich... Ich bin zwar 23, aber ich feiere Dinos immer noch hart ab. Muss ich ganz klar sagen. Ich bin immer noch ultra großer Dino-Fan. Und das ist gerade so eine Kombination, wo ich gleich ein bisschen Zeit für mich alleine brauchen werde, wenn die so weitermachen hier. Oh Gott, wo fahren wir gerade hin? Holy shit! Das ist ganz schön stark. Alter, Verwalter, ist. Ist das der Wahnsinn, ey. Damit hätte ich nie gerechnet mit so einer Expansion. Und ich feiere das gerade so hart ab. Boah, ist das geil. Oh, ich freue mich schon so auf die kommenden Folgen, Leute. Ihr glaubt's gar nicht. Wir werden da totsuchten. Das im Multiplayer muss auch hart fetzen, ey. Ich glaube, wir machen da auch mal einen Stream machen. Das werden wir nicht mehr rumkommen. Manchmal glitscht der Wagen ein bisschen in den Boot rein, wie mir aufgefallen ist. Ja, natürlich noch. Ja, ein Feuerregen, ja. Boah, so sind drei Hot Wheels. Well, it escalated quickly. Puh. Da haben wir es, Boss. Horizon Hot Wheels. Du siehst dich etwas um und ich suche nach der Spielzeugkiste. Ja, bitte such mir die Spielzeugkiste. Und wir dürfen uns das erste Auto kostenlos aussuchen, den Hot Wheels Whip Rod. Leider diese ganzen Fantasy-Autos bin ich nicht so der größte Fan von. Ich bin eher von den echten Autos so der Fan, wenn die echte Autos irgendwie customized haben. Aber deswegen kenne ich mich mit denen auch nicht so aus. Aber wir fahren den Whip Rod, ist ein Offroad-Buggy. Und den nehmen wir uns das mal. Das passt zwar vielleicht nicht in deine Tasche, aber es wird um einiges schneller sein. Was? Ist niemals echter als meine Spielzeugautos. Die fahren 500 km/h. So, nicht so schnell als meine Spielzeugautos. Ich hatte wirklich für diesen Special Vehicle so kaum welche, muss ich sagen. Ich war ja, wie gesagt, der Fan von echten Fahrzeugen. Damals auch schon. Ich war damals schon sehr viel lizenziert. So. Wir haben da so ein paar Vögel drin. Das ist Tierquälerei, das ist Ihnen bewusst, oder? Wie viele waren das denn gerade? Das Turbogeräusch war cool. Wow. So wird das hier laufen. Die Leute von Hot Wheels werden größere und verrücktere Setups testen. Ich werde dir also immer schnellere Autos zuschustern. Und wir vergeben Medaillen für die Qualifikation. Fragen? Wie die Strecken stehen bleiben? Gute Frage. Ich werde das klären. Das hat sie gar nicht unten gesagt, aber ist okay, aber... Hat die eine andere Stimme, die Kieber? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber Alter, guckt euch die Map an. Holy fuck. Tour City haben wir. Was haben wir hier? Was heißt die Spyware Summit. Das ist eben der Berg, wo du hochballerst. Sizzling Sands. Rusty Weave. Das ist natürlich schon echt geil gemacht. Boah, Route soll an Veranstaltungen setzen. Was haben wir denn jetzt erstes? B-Rennklasse. Ah, sind sogar hier sind sogar Rennklassen vorgeschrieben. Okay, epischer Stunt Sprint. Okay, sind also Events vorgeschrieben. Das sieht halt bescheuert schon geil aus. Guckt euch das mal an. In 200 Metern rechts abbiegen. Gut, die KI kackt direkt am Anfang. Also man kann auch von der Map hier runter wieder sehen, von Looping so. Rechts abbiegen. Alter, da hinten Worldwide und so ein Shit. Boah. Das ist ja... Gott, nimmt mehr Drogen, Spieleentwickler. Nehmt mehr Drogen, das ist gut. So, wir fangen erstmal langsam an und lassen dir etwas Zeit, um dich an die, Bedingungen zu gewöhnen. Keine Sorge, sobald du Hot Wheels Ansicht von langsam kennenlernst, wirst du verstehen, warum wir uns auf schnell eingerichtet haben. Dann bin ich gespannt. Ich glaube, die hat aber eine andere Stimme bekommen, oder ich vertue mich. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Hot Wheels Kampagne. Wir haben auch wieder hier Medaillen oder sowas wie die Sterne bei Blizzard Mountain. Schließt das Rennen ab, gewinnen Sie das Rennen, erhalten Sie 10. Okay, 10 aus Fähigkeitspunkten müsste eigentlich drin sein. Epischer Stunt. Hot Wheels Kampagne, 9,8 Kilometer, Alter 3.
Da steht sogar eine Altersangabe dabei. Das ist ja geil. Ja, gut. Wir hätten auch andere B-Klasse-Fahrzeuge nehmen können. Das ist nur die Klasse VG. Wir hätten jetzt nicht mit dem Hot Wheels-Auto mal fahren müssen. Gehen auch andere Autos. Also du kannst auch ohne Hot Wheels-Autos hier drüber belanden. Das geht auch, ja. Ich habe gerade die Altersvergabe gehört. Altersvergabe 3+. Ihr seht nämlich auch, die KI scheißt auf die Hot Wheels-Autos. Aber wir fahren die ruhig mal, weil dafür sind die ja da. Haben sie ja nicht umsonst reingepackt. In Ordnung. Denk daran, deine Geschwindigkeit für die Loopings und Steilpisten zu halten. Und wenn deine Räder Feuer fangen, dann ist das was Gutes. Können die Feuer fangen? Das wäre ja hart geil. Aber warte mal, können wir aus Loopings rausfallen? Ich schätze mal, wir können rausfallen, wenn sie das so sagt. Ich würde behaupten, man kann dann aus Loopings rausfallen. Wenn die nette Dame das so erwähnt, wird da wohl was dran sein. Oh, ein Deadpool-Focus, ja, das ist ja geil. Ist halt, ich finde den halt auch echt nicht schön. Wow, aber es geht glaube ich nicht um Schönheit. Es geht um Geschwindigkeit. Ja, so fucking G-Klasse dabei. Allein aus physikalischen Kräften kann die den Looping niemals packen. So, dann wollen wir mal auf die abgesperrten Strecken hier ballern. Doch sind wir hier nur B-Klasse, ne? Ich denke mal, mit X-Autos und S2-Fahrzeugen dürfte das hier noch ein bisschen hart fetzen. Wow, wow, wow. Kein Boost? Okay. Oh Gott. Oh yes, AGW. Herausforderung abgeschlossen. 10.000 Punkte haben wir schon. Wie viele Gänge haben wir? Wir haben 8 Gänge. Was zum Geier. Ich muss das gewinnen, Leute. Weg. Falls ich auffällt, dass ich den Leuten gerade die ganze Zeit reinkarre, das liegt daran, weil ich die ganze Zeit von der Welt abgelenkt bin. Ich gucke mir alles um die Strecke an und gucke mir halt nicht mehr, was vor mir ist. So, hier kann man auf jeden Fall runterfallen. Ich will es nicht ausprobieren, aber man kann es mit Sicherheit. So gut, dass hier einen Boost gibt. Sonst wären wir jetzt, glaube ich, auch alle runtergerutscht. Ich muss dran denken, dass das Scheißding mehr Gänge hat. Ich vergesse das Schalten immer. Sind ganz schnell alle. Ja, ist okay, fahrt halt alle vorbei. Hallo! Ja, und mal älter wieder. Ich komme gerade nicht so mit dem Schalten hinterher. Ich glaube, Automatik wäre sogar hier fast das Beste. Ach du Scheiße, fliegender. Boah, da habe ich aber gerade einen echt aus dem Leben genommen, ey. Da habe ich gerade einen richtig hacke T-Bone, weil er halt einfach mitten vormäßig überschlagen hatte. Es werden auf jeden Fall schön actionreiche Rennen. Finde ich gut. Ein bisschen an die Schaltung mich gewöhnt. Warum bremst ihr denn alle hier? Geht Vollgas. Geht's ja wirklich, wie ich jetzt gerade gemerkt habe. Geht aber nicht alles Vollgas. Das ist keine richtige Ordnung. Wir sparen die Hoffnung, das können wir auch nicht bremsen. So. Aber so hatten ja schon Hot Wheels in Forza Modus 6 drin gehabt. Deswegen hätte man was drauf vermuten können, aber nicht. Also ich hätte Hot Wheels Autos vermutet und nicht das hier, weil wir sind, glaube ich, alle einig. Das hat, ist schnell recht eskaliert hier. Ja. Boost. Ich muss das Ding gewinnen, ich will alle Sterne haben. Bis muss ich auf jeden Fall unter Top 3 kommen. Das Fahrzeug hat auf jeden Fall ein aktives Topspeed-Problem, ein gewaltiges. Das kann ich mir auf jeden Fall überlegen. Wer? Topspeed ist so ein bisschen problematisch. Aber er trifft schön. Wie soll ich denn hier Dritter werden? Ey, die KI ist viel schneller. Die fährt halt normale Autos mit Topspeed. Die Kiste hier ist super im Beschleunigen, aber Topspeed eine Katastrophe. Ja, ich werde schon wieder von allen überholt. Okay, erster Anlauf hat schon mal nicht geklappt. Sehr gut. Okay, direkt mal Neustart. Fängt ja schon mal gut an, wenn man direkt mal das erste... Da vorne war nebenbei wieder mal ein T-Rex. Ich weiß nicht, wie viel sie von diesen Dingern hierher gekarrt haben, aber da haben sie einige angebaut. Ich weiß, sie sind alle nicht echt, das sind alles Roboter-Dinger, aber in meiner Sicht sind die echt. So, probier's jetzt nochmal. Das Problem ist, in dieser Klasse, in der wir fahren, das Ding hier ist super gut im Handling und allem. Da sage ich gar nichts gegen. Problem ist, Topspeed. Das Ding beschleunigt wie ein Weltmeister, ist vom Topspeed aber eine Katastrophe. Und da die KI halt normale Autos hat und die halt irgendwas wie Topspeed haben, ist es halt echt kacke für mich. Aber na gut, wir probieren jetzt nochmal einen zweiten Anlauf. Ich kann mal ein bisschen darauf konzentrieren, mal die Strecke anzuschauen, nicht die ganze Landschaft zu begutachten, weil das tue ich nämlich gerade die ganze Zeit. Weil sind wir mal ehrlich, wie soll man denn hier nicht abgelenkt sein?
10.000 Punkte ist gar kein Problem, weil die KI halt nicht so schnell. Wir fahren jetzt mal nicht um den Sieg. Top 3 reicht mir schon. Oh, die jetzt stark bremst. Was ist denn hier los? Die bremsen manchmal ein bisschen heftig. Aber schlecht ist nicht daran, dass wir jetzt gerade mal Zweiter sind. Schon mal ganz gut. Komm schon. Nein. Oh. Okay, ich glaube, wir können rausfliegen. Das war gerade auch, glaube ich, kurz davor, dass wir das probiert hätten. Man muss halt, wenn du den Boost hast, einfach die Gänge hochkloppen, weil der halt unglaublich schnell wird. Das ist das Problem. Hört auf, mich alle zu überholen! Warum gibt das Spiel denn so eine Karre, wenn du damit keine Schnitte hast? Das ist doch kacke. Oh shit, ja, da bin ich weg. So viel sehen wir, man kann Abgang von der Map machen. Habe ich nämlich gerade mal schön gezeigt. Aha, Kurbenlage, Bitch. Das hat der Wagen einen Vorteil. Die Kurbenlage ist echt nicht verkehrt. Die ist echt lobenswert. Jetzt sind wir mal vorne, sehr gut. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Das Fahren ist schon ein bisschen anders. Also du slidest ein bisschen mehr. Es ist schon noch das Forza Horizon Handling. Ein bisschen arcadiger nochmal, ein bisschen mehr. Also muss ich halt ein bisschen an das Fahren gewöhnen. Also, dass du halt hier nicht einfach, sagen wir mal, wie normale Kurven von außen nach innen fährst, weil, naja, sind ja keine normalen Kurven. Das ist halt alles andere als normal hier. Warum hat der Boost jetzt nicht so wirklich gewirkt? Oder wurden wir da gerade abgebremst? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, was das war. Huhihi! Im Moment haben wir mal einen ganz guten Vorsprung. Wird noch nicht lange anhalten, weil wir gerade ein Stück wieder mit Topspeed haben und ich habe mittlerweile gelernt, dass ich gerade Topspeed technisch eine Katastrophe ist. Immer schön die Gänge hochkloppen, sobald wir einen Boost haben. Die kann man nämlich gebrauchen. Im Moment führen wir immer noch. Ich weiß nicht, warum die KI jetzt plötzlich so nachgelassen hat. Im ersten Anlauf war die ja relativ zügig am Ende. Ich gab gerade irgendeinen Abschnitt, wo die so ein bisschen verkackt hat. Die Übersetzung von dem Auto kotzt mich massivst an. Die ist assi nervig. Aber wir können es jetzt doch endlich im ersten Rennen den ersten Sieg holen. Mein Gott, da ist wieder ein T-Rex. 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 Ja, es gibt Pluspunkte für T-Rex. T-Rex sind super. Sehr gut. Nummer 1 gewonnen. Der T-Rex ist genial. Ich will auch so einen haben. Kann ich so einen für meinen Garten? Für meinen Balkon. Ich habe keinen Garten, aber für meinen Balkon kann man die mieten irgendwo oder kaufen. Ich soll dir diese Medaille als Andenken an das Rennen überreichen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass du das nicht so schnell vergessen wirst. Ah, die nächste Fahrzeugstufe. Wow, jetzt ist gerade Mikro weggekickt. Sorry, Leute. Die nächste Fahrzeugstufe schaltest du mit Sternen frei. Ah, okay. Also ich muss 5 Sterne haben, um A-Klasse fahren zu dürfen. Okay, gut zu wissen. Würde ich sagen, fahren wir auf jeden Fall noch ein Rennen. Wir haben noch. Oh, es gibt sogar Löffellisten hier. Ach, geil. Also, ich meine. Nee, keine Löffellisten. Ich meine die tollen Namen, die Fahrspaßlisten. Was machen wir denn? Wir sind hier. Wir fahren. Wir haben einen Blitzer. Wir haben noch ein Rennen. Ich würde sagen, wir fahren noch ein Rennen. Aber da fahren wir mit einem eigenen B-Klasse-Fahrzeug. Einfach, um ein bisschen mehr Spaß zu haben. Weil der Wagen ist zwar geil, aber der ist topspeed-technisch halt echt eine absolute Katastrophe. In 400 Metern links halten. Achso, ich hätte hier runterspringen können. Ah ja, naja, gut. Ah! Links halten. In 400 Metern links halten. Hier schon ein bisschen aus dem Service Paradise. Da kannst du sagen, was du willst. Die haben also schon Assets genommen aus den anderen Spielen. Ja, aus den anderen Spielen, aus dem anderen. Oh, da haben wir schon geschafft, wieder zwei Kampf. Haben wir schon die Sterne geschafft, weil wir haben gerade den Blitzer mitgenommen. Nee, was wollte ich sagen? Mal so schnell in der nächsten Runde. Das ging jetzt schnell. Gut. Es ist nun Zeit, sich an die A-Klasse zu wagen. Das bedeutet größere Strecken, mehr Loopings, mehr G-Kräfte. Also festhalten, Boss. Aber wir fahren erstmal noch B. Wir haben nämlich noch ein B-Rennen übrig. Wir machen erstmal alle B-Sachen, danach machen wir alle A-Sachen. Wir machen das schön durchgängig. Ich will nämlich alle Sachen machen. Und warum also nicht, ne? Was soll ich gerade sagen? Das ist hier schon ein bisschen natürlich, die haben schon ein paar Teile genommen aus dem Hauptspiel und die dann hier wiederverwertet, weil das ist schon zum Teil Service Paradise hier, was wir hier erleben. Aber sie ist natürlich ein bisschen alles aufgemacht. So, Rundenzeit kürzer als 1 Minute 55. Mal kurz gucken, ob Mikro noch geht. Ja, kurz Sicherheit gehen. Wolkenkratzer Katapult-Rundstrecke, Alter 3 plus 2 Runden.
Und bitte auf B-Klasse fahren. Was fahren wir denn mal? Ich glaube, NSX wäre gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, NSX ist ein sehr gutes B-Klasse-Fahrzeug. Wir nehmen mal die NSX, komm, probieren wir das mal aus. Ich denke mal, der Wagen dürfte hier ganz gut mitmischen können. Und der hat auch ein bisschen mehr Topspeed. Und bin ich mal gespannt, wie es mit dem normalen Auto hier fährt. Weil sind jetzt gerade erstmal Hot Wheels Autos nur gefahren. Jetzt mal gucken, wie sich ein normales Fahrzeug hier auf diesen Strecken schlägt. Und ja, wenn wir die Strecke geschafft haben und den Blitzer noch und die Löffelliste, die müssen wir noch machen, dann können wir uns schon mit Stufe A Autos rumschlagen. Das geht natürlich dann schon ein bisschen voran. Ich denke mal, wir gehen auch auf jeden Fall bis S2X hoch. Das werden also noch relativ lustige, schnelle Rennen zum Ende werden, weil im Moment sind wir ja noch am Kriechen. Aber dank den Geschwindigkeitspads oder den Boostpads haben wir ja trotzdem gute Geschwindigkeit drauf, was ja gar nicht mal so scheiße ist. So, Wolkenkratzer-Katapult, Rundstrecke. Ich habe die Ingenieure von Hot Wheels gefragt, wie sie all das hinkriegen. Sie haben gefragt, wie das Horizon die Zeit zurückdreht. Hast du eine Idee, wovon sie da reden? Weiß ich gerade. Wegen Hot Wheels, weil es oldschool ist, oder deswegen, genau. Ich blick da gerade nicht ganz durch, was sie meinen. Jetzt haben wir sogar normale Kurven. Wer will denn sowas? So, gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, wie es mit dem NSX hier so zu fahren ist. Im Gängelkloppe dasselbe. Ich glaube, ich mache bald echt Automatik. Weil ich glaube, mit den Boostpads könnte das sogar echt angenehmer zu fahren sein. Ich kann das auch umstellen, weil ich glaube, während der Fahrt, während des Spielens hier brauche ich keinen. Ne, kann ich leider nicht mehr machen. Okay, kann ich während nächsten in der Runde aber machen. Weil ich glaube, bei Hot Wheels brauche ich, glaube keine manuelle Schaltung, weil das bringt mir keinen massiven Vorteil. Alter, ja, natürlich! Da ist ein Hochhaus! Kann ja mal passieren, dass man dagegen springt. Deswegen sind da Pylonen. Das könnte ein Grund sein. Dass irgendwie da Pylonen geballert haben, dass du da vielleicht nicht lang jumpst. Holy shit! Bam! Und da fliegt ein Mini. Brauchen wir sie auf Platz 3 vor. Sehr gut. Alter Verwalter, ist das bescheuert, ey. Das ist der Wahnsinn. Manchmal bin ich ein bisschen bevor mit dem, was passiert. Wie gesagt, das ist in den nächsten Rennen, werde ich deswegen die manuelle Schaltung rausstellen, obwohl ich da ja komplett für bin. Aber es macht hier sogar mehr ohne Sinn, weil einfach, ja, du halt so oft geboostet wirst, dass du immer wieder im Drehzahlgrenze hängst. Und ich glaube, die Automatik kann da mehr mit anfangen als ich. Den Ast draußen rum, zu schnell. Na ja, komm schon. Oh, hier gibt es sogar zwei Routen. Je nachdem, auf welcher Seite man das Hochhaus vorbeiballern möchte. Kann man sich gerade aussuchen. Wow. Bisschen schneller, Jungs. Nicht so langsam fahren, nicht bremsen. Komm, lass mich mal durch hier. Zeig mal, wie es richtig geht. 1,55 müsste die Rundezeit schon sein. Gucken, ob wir das hinbekommen hier im ersten Anlauf direkt in der ersten Runde. Oh, fuck. Das wird die erste Runde, glaube ich, knapp. Ist ganz schön rutschig, kein Scheiß. Also der Untergrund ist arschrutschig. Du schmierst deutlich mehr als auf den normalen Straßen vorzuweisen. Ja, in der zweiten Runde schaffen wir das aber mit fliegender Runde. Ne, haben wir sogar so schon geklappt. Ah, es war die Zeit nicht, die Rundenzeit hat nicht geachtet. Fuck. Ich bin gerade mega ein bisschen am probieren, hier die Karre nicht noch so wegzuwerfen, weil der Untergrund halt echt arschrutschig ist. Die scheiß Plastikbahnen sind halt nicht so gemacht wie normale Straßen, ne? Normaler Asphalt hat ein bisschen mehr Grip. Du musst also beim Anbremsen ein bisschen drauf aufpassen, dass die Karre nicht wegwirfst. So, gerade bleiben, dass wir hier den Sprung nicht versemmeln. Das ist so krass, ey, wie du hier nach vorne gejagt wirst. Mit den Bremspunkten bin ich dann dessen eben noch ein bisschen am Suchen. Weil ich noch nicht so weiß, wo ich genau bremsen sollte, wenn meine Karre gerade fast 300 ballert. Oh, schön, nächsten Sprung geschafft. Wir nehmen jetzt gleich mal an der einen Route, wo wir an dem Hochhaus vorbeikommen. Wir können einfach mal die rechte Route, einfach nur um eine andere Route zu fahren. Ja, guck mal, das sieht schon besser aus. Ich bin gespannt, wie das nachher dann ist, wenn du viel Leistung fährst und Heckantrieb. Ne, wir fahren links rum, ich bin kaum rechts rum, nicht rum, ich muss bremsen. Wie das dann mit Heckantrieb ist, weil, wie gesagt, du hast extrem manchmal Grip-Probleme. Die Geschwindigkeit hast du nicht unbedingt. Aber sobald du eben aus Kurven hier raus bist, schon dran zubremst, weil, wie gesagt, der Boden ein wenig glatt ist. Das ist so ein bisschen das Hauptproblem. Ihr seht, ne? Wuhi!
fest, hier hat echt mehr Seitfeld als das andere. Zumindest auf den normalen Streckenabschnitten. Hier, ich bremse noch. Ich habe normal angebremst, kein Scheiß. Gott sei Dank ist die KI ein bisschen schwächer unterwegs, aber ich habe noch. Der Feuerring da oben. Normal angebremst, mir geht die Hinterachse direkt weg. Also, das ist schon ganz schön böse hier. Aber nächstes Rennen fahren wir wieder mit Automatik. Ich denke mal, da werden wir ein bisschen mehr Spaß mit haben. Könnte ja nicht ganz gut zusammenhauen. Sehr, sehr cool. Das macht schon ultra mega Laune. Das finde ich schon richtig, richtig geil. So, ein bisschen Cashen, so Erfahrungspunkt gibt es auch nochmal. Einen schönen Wheelspin, die gibt es natürlich auch hier auf Thrill Island. Thrilltopia, so. Gibt es natürlich trotzdem. Und ein bisschen Cash kriegen auch. Nehmen wir doch gerne an. Das nehmen wir doch gerne. Das war wohl ein Kinderspiel für dich, oder? Naja, scheint wohl angemessen zu sein. Hier hast du ein paar Medaillen. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Oh, wir haben ein neues Auto bekommen, steht da unten. Und nächste Stufe ist nicht direkt besser als A, sondern kriegen wir erstmal einen Credit-Bonus. Und wir haben ein neues Auto. Das ist geil. Aber wir haben noch nicht alles von der B-Klasse gemacht, da müssen wir noch ein bisschen mit machen. Aber er hat mir gerade gezeigt, ein neues Auto. Ich denke, ein Footpark wurde ein neues Auto hinzugefügt, ein neues Auto zum Sammeln. Das ist ja wie richtiges Hot Wheels. Was haben wir da? Wir haben noch hier die Löffelliste müssen wir noch haben und den Blitzer. Wir gehen aber jetzt mal ganz kurz zurück, weil wir haben ein neues Auto bekommen. Und ich will mal gucken, was ist. Das interessiert mich, ja. Also schauen wir mal ganz kurz, was wir fresh was Neues bekommen haben. Neues Auto zum Sammeln. Ich finde das zum Sammeln geil. Das klingt ja so schön, schon so Hot Wheels-mäßig. Dann wollen wir noch mal gucken, was uns in unserem Fuhrpark hinzugefügt worden ist. Schauen wir doch mal. Ein neues Hot Wheels, ein Hot Wheel anscheinend. Hier ist ja ein A-Klasse-Fahrzeug, oder? Fuhrpark, ja, super. Ich schätze, es wird ein Hot Wheels sein. Weil ich jetzt nicht wüsste, was es ist. Guck mal, A-Klasse, haben wir da ein Hot Wheels bei? Weil wenn, dann haben wir das jetzt erst bekommen. Genau, Hot Wheels, wir haben den Bone Shaker, den haben wir bekommen. Den haben wir gerade reinbekommen, das ist das neue Fahrzeug, was wir haben. Da steigen wir nochmal ein, den werden wir zwar nächste Folge noch nicht nehmen. Obwohl, den Blitzer können wir auch damit fahren. Der Blitzer ist ja egal, der ist ja nicht klassenabhängig. Da werden wir den auf jeden Fall nächste Folge fahren, für die nächste Rennen. Und wir werden nächste Folge erstmal noch eine Löffelliste machen. Weil wir haben eine Löffelliste übrig, auch für die B-Klasse noch. Die werden wir auf jeden Fall in der kommenden Folge fahren. Welche erste Folge vom Hot Wheels Expanding Bock gemacht hat, dann lasst doch gerne einen Daumen oben da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in den kommenden Folgen wieder hier auf Thrilltopia. Ich freue mich drauf, ich habe mega Bock drauf. Ihr hoffentlich doch auch. Und dann sehen wir uns in der kommenden Folge wieder. Bis dann, tschüss.